Also Hauptfrage der heutigen Folge 29 von Axel MV. Wir und die Musikwelt ist ja, wie heiß ist es in diesem Raum, in dem wir gerade sitzen? Viel zu heiß. Unfassbar heiß. Es ist wirklich heiß. Wir sind, also es fühlt sich an, als wären wir in einer kleinen Sauna bei 30 Grad. Es liegt daran, dass hier keine Fenster zu öffnen sind. Man muss dazu sagen, es ist ein Hotel mit wahrscheinlich 150 Zimmern. Wir haben uns eine ausgesucht, was wärmer ist als die Sauna. Aber trotzdem Shoutout an das Hotel hier in Marloh. In der Nähe von Bad Sülze, halbe Stunde von Rostock an der Ostsee. Wir haben extra die teuren Möbel bekommen hier für diesen Podcast. Genau, wir haben hier eine schöne Ecke, weil wir nämlich heute hier spielen. In Bad Sülze gibt es ein Festival, wo wir mit dem Gregor heute Abend spielen. Wir hatten einen frühen Soundcheck. Und wir nutzen den Tag, um einen besonderen Gast hier zu haben, den wir schon lange einladen wollten. Yes. Stimmt, 2 Jahre schon. Sven Lehmann, grüß dich. Danke, dass wir dich hier in die Hitze einsperren dürfen. Mein Hund wirft das Wasser oben hinten. Ich glaube, es ist leer. Das ist der Hund von Axel Müller, Pepper. Randaliert mittlerweile, weil es hier so warm ist. Aber ich glaube, sie will einfach nur Wasser. Ja, soll du machst mal weiter. Ich schütte dir Wasser ein. Ja. Sven Lehmann ist Manager von vielen Bands. Man muss ja am Anfang anfangen. Ne? Also im Prinzip, ich habe dich ja kennengelernt 2014, als ich zur Gregor Meile Band gekommen bin. Und da hattest du aber schon eine tierische Portion an Management-Erfahrung mitgebracht. Mit wem warst du da unterwegs? Also eher Tour-Management. Management ist ja so ein übergesetzter Begriff. Was würdest du denn sagen? Du bist Booker, Tour-Manager? Genau, ich bin Booker, Tour-Manager, Musikliebhaber und also Manager würde ich noch mit am weitesten anstellen. Ne? Weil du das nicht für jeden Künstler machst, aber Booking machst du für viele, oder? Genau, hast du Booking habe ich für sehr viele Künstler gemacht und mach's auch nach wie vor. Und da ist auch meine große Leidenschaft. So haben wir uns ja kennen und lieben gelernt. Genau. So, weil wir am Anfang sehr viel darüber debattiert haben, uns ausgetauscht haben, weil du ja früher selber für etliche Bands gebucht hast. Ja. Und naja, Tourmanagement ist dann halt so die Betreuung der Künstler, so nach dem Motto, guck dir an, was du als Booker verzapfst, fahr mit und hör dir nicht immer nur das Gejammer an, das Wochenende oder die Woche dann danach, wenn die Künstler zurückkommen, sondern du erlebst es selber am eigenen Leib, welches scheiß Hotel du wieder gebucht hast, wie kacke das Catering ist oder whatever im Worst Case. Aber du machst das seit über 20 Jahren? Genau, ich habe früher mit einer ganz kleinen Kapelle angefangen, witzigerweise wie heute durch die mir sehr bekannten Dörfer gefahren, Nauen, Ketzin, wo damals die erste Band, die ich betreut habe, groß geworden ist. Wir haben es weit gebracht damals. Und wir haben dort so ziemlich jeden Jugendclub, jedes Jugendhaus gespielt. Und war eine schöne Zeit. Und irgendwann bin ich auf die Kellys getroffen. Du meinst die Kelly Family? Die Kelly Family, ja. Es hat eine Weile gedauert, bis wir im Lindenpark, wo ich damals meine Ausbildung gemacht habe als Veranstaltungskaufmann, einer der ersten, die es damals in Deutschland gab, nach 1-2 Jahren hin und her ein Konzert mit der Kelly Family organisiert habe. Und da hat mich dann damals der Joey Kelly beim Catering abends dann angesprochen und, ich habe die Story schon ein, zwei Mal erzählt, mich gefragt hat, ey Sven, cooler Typ, bla bla bla. Da gab es Wochen, Monate lang vorher schon Dialoge zwischen uns. Ja. Und dann, wie stellst du dein Leben noch weiter vor? Und dann habe ich gesagt, naja, ganz ehrlich, ich würde gerne mit einer Band noch mal auf Tour gehen. Ich würde gerne ein Konzert in der Waldbühne organisieren und veranstalten und früher oder später Familie gründen. Und dann sagte er damals zu mir, hey Sven, bei 2 Sachen kann ich dir helfen. Und am Montag danach saß ich im Flieger nach Köln und habe dann da noch, das war im August. Hast du bei der Familie geholfen? Du hast in die Kelly Family rein. Nein. Das, naja. Nee, aber das war eine tolle Zeit. Und, wie lange hast du das gemacht, wenn ich ehrlich? Von 2003 bis, na eigentlich ja bis heute, ich habe ja nicht aufgehört, ich betreue ja immer noch Angelo und Michael Patrick Kelly, aber Kelly Family selbst, das hörte dann irgendwann so um die 2007, 2008, 2010, irgendwie sowas in dem Dreh auf. Also 4, 5 echt intensive Jahre, wo durch ganz Europa getourt sind, von Grönland, Litauen bis runter Portugal, Benelux, Deutschland ohne Ende, Österreich, Schweiz. War das stressig? Also es ist immer stressig, einen Hühnerhaufen beisammen zu halten. Ne? Wie viele Leute waren das? Das war ein Riesenautomat. Ne?
Also damals waren es, glaube ich, noch 6 Aktive auf der Bühne und dann gab es 2, 3 Zusatzmusiker, die die Band auf der Bühne unterstützt haben. Und damit sind wir noch, haben wir noch große Hallen, Stadtfeste, Open Airs gespielt und so weiter. Und danach begannen ja damals dann die Crossover-Projekte wie mit Zirkus Roncalli, eine ganze Tournee, 70 Termine im Zirkuszelt. Dann gab es 1, 2 Jahre später nochmal eine Zirkustournee. Dann gab es eine Reihe von Konzerten im Phantasialand. Dann gab es, was haben wir noch? Kirchenkonzerte und so weiter. Oder Weihnachtsshows dann auch in Größenordnung wie Max Schmeling, Halle und Co. Also da war schon wirklich viel. Und ich glaube, zu der Zeit, ich habe weit über 450 Shows mit denen gemacht. Mhm. Und später dann ging es mit der Band auseinander. Oder die haben sich nie getrennt, aber das war. Jeder wollte sein Ding machen und dann habe ich mit Angelo Kelly halt angefangen, die Solo-Sachen, damals seinen Piano-Drums mit den Trommeln. Und dann noch die erste Solo-Platte und das machen wir bis heute. Und das sind jetzt auch 18 Jahre, würde ich sagen so. Kann man eigentlich sagen, Angelo und Paddy oder Michael Patrick Kelly, das sind die beiden, die eigentlich am ehesten noch weitergemacht haben, ne? Oder Also eigentlich hat jeder von ihnen immer weitergemacht. Okay. Beim einen mehr erfolgreicher Weg als beim anderen, aber ist ja auch immer, was jeder möchte. Ne? Also will man, bei Paddy war ganz klar, Paddy will ganz groß. Ja. Und ich weiß noch, als er damals ins Kloster ging, ja. Ich habe mir ja fast, sagen wir da, noch so hingefahren, so. Wir haben die ganze Zeit Kontakt gehalten, fast war eins der letzten. Und bei der Verabschiedung hat er gesagt, hey Sven, wenn ich irgendwann zurückkomme, ich will ein Stadion spielen. Und wenn du heute zurückguckst, macht er es. Natürlich lagen viele Jahre dazwischen. Mhm. Wir haben ja die 1, 2, 3 Jahre noch, da war ja damals noch Mönch, haben wir in Frankreich inkognito Konzerte in Kirchen gespielt, in Kroatien und überall. Und das war eine tolle Erfahrung. Dann hat er später ging er weg aus diesem Mönchsorden, weil er merkt, okay, die Musik und das weltliche Leben steht mir oder ist mehr mein Ding, ne? Obwohl er den Glauben ja nie vernachlässigt hat. Und dann war jetzt Paddy Kelly unterwegs, später dann der Namenswechsel zu Michael Patrick Kelly. Und inzwischen haben wir so viele Shows gemacht, also auch von Ungarn bis ja auch Litauen hoch, Norwegen, Schweden, bis hin zu Grönland. Wir haben selbst eine Tour in Grönland gespielt, was wirklich toll ist. Und jetzt muss ich sagen, ist das, was den Job so ausreizt und toll macht, dass man viele schöne Flecken dieser Erde kommt, das kennt ihr selber von Sing Meinen Song oder anderen Produktionen. Ja. Die man jetzt so alleine vielleicht gar nicht bereisen würde. Ne? Jetzt im Falle von Gregor Meile. Wir waren in Südafrika, weißt du, da ein deutscher Künstler, der nach Südafrika, unabhängig von Sing Meinen Song, wir waren halt dort über die Brian Adams, Hear the World Stiftung und so weiter. Sing Meinen Song, Und ja, das ist es halt. Und jetzt bei Gregor ist zum Beispiel so, wir machen wirklich, also ich glaube, ich bin mehr mit ihm unterwegs als mit meiner Familie im Jahr. Ja, eben. Und für Gregor, das muss man vielleicht dazu sagen, du bookst den Gregor. Genau. Seit Anfang an, seitdem er beim Raab war? Oder seit direkt als Gregor damals bei Stefan Raab war. Danach gab es eine andere Booking-Agentur, die da tätig war. Man hat damals aber heute reflektierend, würde ich sagen, den Fehler gemacht, dass man einen Künstler, der keine Basis hatte an Fans, der war einfach so der auf einmal war er da, der Newcomer. Genau. Hat man den direkt in auf die viel Major. Zu große Major-Bühnen gestellt, ne? Da war noch keine Basis da und die Leute, und es war noch eine Zeit vor der ganzen Social-Media-Geschichte, wo man, heute würde ich das genauso machen wahrscheinlich, einfach um den Erfolg mitzuschauen, aber damals gab es diese Basis nicht. Du musst darauf, dass die Leute aus dem Fernsehen kennen. Also von mich betrachtet, ich habe das damals verfolgt, kannte aber weder dich noch den Gregor persönlich zu dem Zeitpunkt, also als er beim Raab war, da habe ich so wahrgenommen, wow. Das ist ja genau das, was der Raab damals gemacht hat. Max Mutzke, Steffi Heinzmann, Gregor, das waren endlich mal Charakterstimmen und Charaktertypen auch. Das, was so ein bisschen gefehlt hat im Mainstream, so, das wollte ja der Stefan genau als Kontrapunkt so setzen, hat dann diese 3 Typen gefunden. Gregor einer davon. Ich habe den gehört das erste Mal, wow, habe ihn verfolgt und habe gedacht, krass, der soll jetzt bei Universal von jetzt auf gleich Major Act sein. Das hatte mich gewundert. Und dann waren es ja eigentlich nur so 1, 2 Jahre, wo das versucht wurde. Und dann wurde es aber bei ihm deutlich weniger, auch was so, dann hat man kleinere Läden gespielt. Genau, und dann bist du eingestiegen. Genau, und dann habe ich über einen damaligen Bekannten gefragt, hey, spielt der, braucht der einen Booker, wie auch immer. Und dann fügt er sich. Er war wirklich auf der Suche nach einem Booker, der seine Shows bucht und
dann haben wir uns kennengelernt, in einem Café in Köln haben wir gequatscht und dann haben wir gesagt, okay, lass probieren. Dann haben wir, und dann lass probieren, so wie es immer ist, try and error. Und dann haben wir angefangen, immer Touren zu machen. Eine Frühjahrstour, im Sommer ein paar Gigs, die du so als Newcomer oder nicht so bekannte Person halt bekommst oder nicht. Und dann im Winter meist eine Tour. Und es gab so Gebiete, da hat Gregor schon ein bisschen funktioniert. Hamburg war mal gut, Berlin, gerade so Süddeutschland, dass dann zumindest der Saal nicht leer war. Mhm. Ich meine, wir hatten auch Shows gespielt, das hat der Gregor immer so schön, dass wir extra nach Wien, oder eher nach Wien gefahren. Ich bin damals noch nicht dabei gewesen, mitfahren. Das hat einfach nicht in den Taschenrechner gepasst. Und da waren dann 11 Leute in Wien. Oder es gab meinen Abend, da haben wir in Ahaus gespielt. Ahaus ist heute, wo wir alle 2 Jahre, da kommen 1500 Leute, alle haben Spaß. Aber damals kamen so 3, 6, 7 Leute. Mhm. Und also war richtig die Ochsen- und Buckeltour. Und damals habe ich, muss ich wirklich sagen, Gregor, der nie alleine aufgetreten ist, der ist ja immer Minimum als Duo oder Trio mit den damaligen Kollegen unterwegs gewesen. Auch schon ganz schön durch die Lande gekloppt. Ja. Ich war halt bequem, ich war der Booker, ich habe von zu Hause und dachte, ja, 400 Kilometer fährst du halt. Aber heute, auch mit vielen Jahren Erfahrung, weißt du halt, routingmäßig, boah. Muss aber auch dazu sagen, ich habe auch nie irgendwas gebucht, ohne den Künstler zu fragen. Also ich bin ja immer jemand, der sich absichert. So, hey, findest du das cool? Ist zwar kacke, musst halt 500 Kilometer fahren, aber da gab es dann doch immer irgendwie ein Go. Ne? Ja. Für das ist cool bei dir, also jetzt, wo du so erzählst, ne, kriegt man mal so ein Bild davon, weil wir kennen dich natürlich, weil du immer da bist. Wir kennen natürlich dein Büro nicht und wie du da bookst und so. Aber in deinem Fall ist es ja so, dass du mit auf Tour bist. Du kriegst wirklich mit, wie die Musiker von A nach B fahren, weil du ja selbst dabei bist. Und du sitzt aber auch in deinem Büro und managst das. Das heißt, deine Erfahrung, du hast ja nicht nur die Erfahrung von, oder diesen Überblick von den ganzen Clubs und Veranstaltungslocations, die es in Deutschland gibt. Du bist ja in ganz, von Deutschland, Schweiz, Österreich hast du ja wahrscheinlich einen riesen Katalog an Locations. Du weißt auch noch, wie die Strecke sich anfühlt, weil du die selber auch mitfährst. Ne? Also das ist ja wie so ein Polizist, der mal Straßenpolizist war und wirklich Ahnung hat davon, wie es auf der Straße läuft. Und der dann irgendwie eine Managementposition hat, der einfach weiß, wie das ist, wenn man Polizist ist. Und ich finde das wahnsinnig wichtig. Also eigentlich müssten auch Musiker mal was managen, damit die mal sehen, wie es ist, eine Band zu managen. Umgekehrt müsste vielleicht auch ein Manager mal auf der Bühne stehen, damit er, oder mitfahren, damit er weiß, wie es ist, im Tourbus zu sein. Ne? Ich finde schon diese übergreifende Situation super spannend. Aber ich finde es fatal, weil viele Bands haben ja nicht den Luxus oder diesen Zufall, dass der Manager gleichzeitig auch der Tourmanager und Booker ist. Nee, ganz viele oft haben nicht. Jeder Posten ist separiert und die fahren dann, zeig mir einen Booker von großen Künstlern, der jemals in einem Tourbus saß oder einen Sprinter gefahren hat. Und daran hängt es ganz oft. Ne? Ja, das Geile war, ich meine, ich habe ja, oder wir, du hast schon, kannst den Gregor vorher, ich habe den Gregor bei Sing meinen Song dann persönlich kennengelernt und relativ bald war ja dann auch klar, Gregor will die Band so teilweise mitnehmen und bei den Bläsern hat er gesagt, hey, ah, ich würde so gern, aber es geht noch nicht. Und ein Jahr später ist ja bei Gregor durch Sing meinen Song ist ja wahnsinnig viel passiert. Ein Jahr später kamen wirklich große Festivals, wo dann der Gregor uns dazugenommen hat. In dem Jahr nach Sing meinen Song oder teilweise während der Ausstrahlung, da hatte ich ja meine Booking-Agentur noch. Ich habe eine kleine Booking-Agentur gehabt. Ja, du hast das ja auch gemacht. Genau. Ich habe das aber nicht so in der Größenordnung wie du betrieben. Ich habe viel Kleinkunst gebucht, aber auch Musik gebucht, ein paar französische Acts gehabt, die ich in Deutschland und so weiter. Also gab es, ich glaube, ich verstehe das Business ganz gut. Ich habe nur nicht die Major-Sachen, so, das habe ich nie gemacht. Ja. Das war schon kleiner. Aber ich hatte durchaus viele Leute, viele Firmen und auch viele andere Booking-Agenten, die man halt kennenlernt. Und als die gesehen haben, dass ich bei Sing meinen Song bin, habe ich von 10, 12 Leuten Anrufe bekommen. Kannst du mal einen Kontakt zu Gregor Meile herstellen? Der braucht doch mit Sicherheit ein Booking. Mhm. Der muss doch jetzt irgendwie booken. Und dann habe ich den Gregor, weil ich seine Nummer halt hatte, angerufen, 3-mal. Mhm. Und habe gesagt, Gregor, ich weiß überhaupt nicht, was bei dir los ist. Da kannte ich dich nicht. Ich wusste auch gar nicht, wie der Gregor aufgestellt ist. Ne? Und habe gesagt, Gregor, ich will dir nicht ans Bein, irgendwie gar nicht. Ich habe einfach hier 3 Typen, die sich bei mir gemeldet haben. Die kenne ich alle persönlich. Mhm. Und ich habe mit allen schon gearbeitet und die sind alle, ich nenne jetzt keine Namen, unterschiedliche Größenordnung und die hätten auch alle 3 durchaus sicherlich genügend Schnittmengen gehabt, um den Gregor... Damals war Svenja noch gar nicht mit uns unterwegs. Ja, aber er hat mit Gregor gearbeitet irgendwie. Ja, genau, aber von zu Hause aus und dann waren andere Leute mit auf Tour oft. Ne? Genau, das war bei mir halt familiär bedingt, weil die Kids waren gerade geboren und so und dann
Und ich war mit den Kellys wahrscheinlich teilweise unterwegs. Hat er dann eher mit Angelo noch. Ja. Aber du redest vom Management oder vom Tourbooking? Nee, Booking meine ich jetzt. Vom Booking. Okay. Aber das, was ich geil fand, war, dass der Gregor einfach gesagt hat, ah ja, cool, alles klar. Und ich meine, da waren ein paar echt große Namen dabei. So, ne? Und Gregor hat so gesagt, ja, gib mal die Nummer hier, ist das Sven Lehmann? Das ist mein Booker, der kann gerne mit denen reden. Ja. Also, der Gregor ist wirklich ein treuer Hund, genau, muss man also sagen. Das, ich sage jetzt mal, zu dem Zeitpunkt, auch wenn du wahnsinnig viel Erfahrung hattest, das waren etwas größere Firmen. Du bist ja so eine One-Man-Show quasi. Ja, aber weißt du, was Gregor immer hat, ist, der hat doch ein Feingefühl für Weitblick. Ja, genau. Ohne Frage, die großen Namen, die wir alle kennen, hätten Gregor noch größer gemacht, als er zu dem Zeitpunkt war, sicherlich. Aber weißt du, man sagt immer, die Fallhöhe ist dann sehr entscheidend. Richtig. Und das sind welche, man sagt, man sieht sich immer zweimal im Leben. Einmal auf dem Weg nach oben und auf dem Weg nach unten. Genau. Und es ist so wichtig, dass du die Menschen auf dem Weg nach unten auch noch in die Augen gucken kannst und mit denen weiter arbeiten kannst. Und in der anderen Liga ist es halt scheißegal. Genau. Die bringen dich zu einem Punkt, wo du sagst, ich spiele jetzt hier 5 oder 10.000 Menschen. Aber sobald es runtergeht, also wenn du 10.000 Level hast und du ziehst aber immer nur noch 2.000, 3.000, dann bist du zum einen für diesen Veranstalter gar nicht mehr interessant. Der lässt dich fallen. Und da ist viel verbrannte Erde hinterlassen. Ne? Weil, und das wollten wir nie. Das war nie unsere Absicht. Wir wollten immer, dass wir fair. Deswegen haben wir teilweise gerade am Anfang natürlich auch viele Federn gelassen und uns halt für viel zu günstig verkauft. Wo wir teilweise dann noch nachfragen mussten, ein Stadion mit 4.500 Leuten gefüllt. Für sehr, sehr wenig Geld, wo wir fragen mussten, wir bräuchten nochmal vielleicht so 2.000 Euro mehr für unseren Nightliner bezahlen, können wir heute nicht drauflegen. Also musst du dir vorstellen, du spielst ein Stadion mit 4.500 Menschen und der Deal war einfach so, von unserer Seite klein, weil alles von heute auf morgen so gewachsen ist, dass wir am Ende noch hätten draufgelegt. Ja klar. Ne? Also da war passiert. Aber was ich eben jetzt spannend finde, weil du das gerade sagst, du bist dabei, du bist jetzt relativ lange mit auf Tour, du bist ganz eng mit Gregor, also auch dadurch, dass du diese Mehrfachfunktion hast, als Manager, als Booker, als Tourmanager. Du kriegst mit, wie die Stimmung ist untereinander, hier im Team, mit Technikern, mit Gregor, mit der Band. Du kriegst auch mit, wie die Gigs ablaufen zwischen Publikum und Gregor oder Publikum und Band. Du kriegst mit, ob ein Gig nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, weil der Veranstalter Scheiße gebaut hat oder vielleicht auch, weil die Musik da nicht hinpasst, die wir spielen. Das Publikum ist falsch, irgendwelche Festivalsituationen. Das sind ja viele Dinge, die man sonst nicht mitkriegt. Weil ich kenne diese Telefonate, die ich geführt habe, wenn ich Leute gebucht habe, dass ich dann immer beim Veranstalter angerufen habe, der irgendwie happy oder super unhappy war. Dann habe ich bei der Band angerufen, so, hör mal, erzähl mir mal, wie ist das gelaufen, um das Gefühl dafür zu kriegen, kann ich das nochmal booken oder wen muss ich da hinschicken, damit das funktioniert. Und das ist ja auch bei Gregor so eine Special-Angelegenheit, finde ich, weil das absolut handgemachte Mucke ist. Für mich ist das eigentlich gar kein Pop-Thema, wenn man so will. Also es ist schon Popularmusik oder Popmusik, aber es ist eben nicht eine Show, die du bei Rock am Ring um 22 Uhr hinstellen würdest. Das wäre wie so ein Wanderzirkus. Ja. Es ist musikalisch ja total hochwertig und total vielseitig und es ist irgendwie, du triffst auf Familien, du triffst auf weibliches Publikum. Es ist keine Jugendkultur, es ist definitiv gesetzter, sagen wir mal 35 plus oder 40 plus mittlerweile. Ja. Du kannst ein Kultursommer-Ding spielen, du kannst eine Stadthalle spielen, du kannst ein Stadtfest spielen oder eben auch wirklich die bestuhlten Konzerte. Du kannst aber auch unbestuhlt spielen und da muss man ein unglaubliches Fingerspitzengefühl haben, wo funktioniert was in welcher Venue. Und das empfinde ich häufig, so habe ich das erlebt, in diesem Arbeitsverhältnis zwischen einem Booker und einem Künstler, sind auch in meiner Welt so viele Dinge schiefgegangen, sowohl weil ich was gebucht habe oder auch andersrum, wenn ich habe ja irgendwann meine Booking-Agentur abgegeben oder geschlossen, weil ich so viel gespielt habe. Und dann wurden meine Bands von anderen Leuten gebucht, die auch zwangsläufig Fehler gemacht haben, weil sie nicht dabei waren, weil sie einfach nicht die Erfahrung hatten. Und das ist total schade, weil oder andersrum, ist total geil, dass du jetzt immer dabei bist. Und es ist auch nicht immer alles gut, du kannst auch nicht alles vorausahnen, wie es läuft und so. Aber dann weiß man einfach viel schneller, okay, das machen wir nicht nochmal. Ja. Oder wir müssen woanders hin. Irgendwie. Wie war es für dich? Ist jetzt für mich auch interessant, weil wir darüber auch noch nie geredet haben. Als du von der Kelly Family weg bist und dann dieser Switch zu Meile und auch uns kennengelernt hast, wie unterschiedlich sind die beiden Lager gewesen für dich? Gibt es da einen Unterschied, den du direkt spürst?
oder dir einfällt? Ja, ich muss überlegen, wo man anfängt. Also, ist einige. Also Kelly Family war dazwischen ja schon eine Weile nicht mehr so. Das war ja eher Angelo und Michael Patrick Kelly an der Stelle. Ja. Mit denen war auch alles eine sehr enge Zusammenarbeit und wir haben das auch im kleinen Team zusammen durchgeballert. Ja. Bei Gregor war, wie soll ich sagen, das Publikum war erwachsener. Ah ja, okay. Das ist ein großer Argument. Großes Argument. Weißt, wir hatten bei Gregor nie diese Fankultur. Weißt du? Ich musste mich hier noch nie, also bis heute, sagt ihr manchmal, ja, hier die Frau, der Mann, die sind ja immer da. Ich so, ja, ich habe die noch nie gesehen, sorry. Ja. Du musstest aber bei den Kellys wahrscheinlich mehr Kids abhalten. Genau, da gab es halt wirklich den Sicherheitsaspekt ganz oft. Also ich erinnere mich an eine Tournee mit Paddy damals, wo war so eine Akustiktour, wo wir ihn halt jeden Tag ungesehen rein in die Halle und ungesehen wieder rausgebracht haben, was dann auch noch, wir waren nur ein 3-4-Mann-Team, ja? Trotzdem hat das geklappt. Das ging gar nicht darum, dass er jetzt, ihm war es unangenehm, hatte halt einfach keinen Bock darauf und dann war für ihn cooler, besser. Und weil es war halt, wo fängst du an, wo hörst du auf, ne? Wenn du anfängst, beim einen Autogramme zu schreiben, Fotos, dann hast du, und die Kelly-Fans sind alles liebe, nette, überwiegend Mädels, so alles, aber weißt du, der Angelo zum Beispiel macht nach jeder Show das so ein Chapeau-Respekt, damit er tagsüber in Ruhe gelassen wird, auch mit seiner Familie, wenn er rumläuft und so sagt, hey, pass auf, nach jeder Show, egal wie ist, um eine Stunde, zwei, drei Stunden, gebe ich Autogramme. Der kommt dann immer Richtung Merchandise-Stand, stellt sich in so eine Ecke und gibt dann da Autogramme, macht Fotos bis zum letzten, manchmal stundenlang. Ich weiß nur, dass er das einmal auch gemacht hat, da hatten wir die größte Show, 8000 Leute in der Westfalenhalle, war an seinem Geburtstag vor ein paar Jahren und er hat danach dann halt für tausende Menschen noch bis tief in die Nacht Autogramme gegeben. Wow. Ne, es gibt ja wie ein paar Künstler, die das machen. Andrea Berg, wenn man jetzt mal in der Größenordnung da so guckt, macht das ja anscheinend auch heute, zumindest weil ich so höre. Okay. Und das, ja, das ist halt anders, weißt du, weil Gregor hat diesen Fankult. Der hat ganz liebe, nette, erwachsene Menschen, die gerne dahin gehen. Ich analysiere das Publikum immer bei Gregor so, wir haben das typische Elternpublikum. Also die Eltern, die sich als Paar wiedergefunden haben. Die Kinder sind aus dem Gröbsten raus. Ne? Die gehen da abends zu zweit im Idealfall hin. Also wenn es nicht gerade die Mädelstruppe ist, so. Und die verbringen einen schönen Abend miteinander und trinken dann ihren Weinchen, gern noch zwei, haben vielleicht eine Hotelübernachtung noch mitgebucht und so. Und sind so Genießer, so wie wenn ihr mit euren Freundinnen weggeht und ein schönes Essen genießt oder so. So ist ja. Und weil man halt so in den Ü40ern nicht mehr regelmäßig weggeht aufgrund von beruflichen Situationen oder halt mit den Kindern so. Du machst nur noch 2-3 Mal im Jahr, dass du weggehst, so. Und dann hast du halt ein schönes Erlebnis beim Gregor-Meile-Konzert und bei Zotova willst du es wiederholen. Auch da sind die Menschen ganz oft bequem, dass sie sagen, okay, wir hatten jetzt ein schönes Erlebnis hier, Gregor-Meile-Konzert, super toller Abend, war wow, ein Top-Abend. Nächstes Mal gehen wir zu Max Giesinger, Johannes Oerding oder irgendwen international. Die sagen dann halt, nee, das fanden wir cool, das wollen wir nochmal erleben. Und das passiert Gott sei Dank auch. Ne? Das sind dann halt... Total. Das ist das Tolle, was uns halt auch aufrechterhält im Ganzen. Und ich glaube, man muss ja sagen, dass mit Gregor, wir spielen ja im Schnitt 60 Shows im Jahr, kann man das sagen? Öffentlich 60, ja. Öffentlich, und dann kommen die anderen kleineren Sachen noch dazu. Und das seit 2004, also seitdem ich dabei bin, war ja vorher auch schon so eine Frequenz, wenn nicht sogar noch mehr. Mehr, viel mehr. Mehr sogar. Und als ich dazugekommen bin, war das so zwischen 80 und 60 Shows im Jahr. Ne? Und das seit 2014, das muss man ja auch mal, das ist ja schon, weil viele Bands, die gehen ja dann mal für 2-3 Wochen auf Tour, richtig intensiv, und dann ist ein Jahr wieder gar nicht. Das ist interessant. Für mich ist Gregor, so wie ihr das betreibt, so wie er funktioniert, du kannst ja immer nur das pushen, was da ist. Ne? Das finde ich immer so ein Thema. Wenn du jetzt Manager bist oder Booker bist, wenn du versuchst, einen Act oder einen Künstler zu vermarkten oder das Beste rauszuholen, nicht nur was jetzt Gigs angeht, auch was Image, Platten und so weiter. Du kannst ja nur das rausholen, was der Künstler darstellt, selber ist und selber will. Du kannst so eine Schwelle überschreiten, indem du immer Arschtritte verteilst und sagst, du musst mal mehr so und geh doch mal zum Friseur und wir müssen mal ein anderes T-Shirt oder das Video machen wir jetzt mal so und so. Aber im Grunde, du kannst einen Künstler nicht verbiegen. Also das ist, du kannst nur das machen. Wenig, ein ne? Stück weit. Gregor ist halt, ja, da kommt ja oft viel vom Künstler auch. Wenn der sagt, ey, ich möchte jetzt mal einen auf Elektronik machen. Ja, aber manchmal kommt auch gar nichts vom Künstler. Und du musst ihn trotzdem vermarkten. Ja, ja klar. Nee, aber was ich sagen will, ist, es gibt Acts, die sind super kurzlebig, super schnell am Start. Da ist irgendein Hit oder irgendein Fernsehthema, was sofort am Start ist.
egal welche Altersklasse das dann anspricht, meistens eher die Jüngeren, bam, da, dann eine Tour, zweite Tour und dann ist es erstmal Pause. Und bei Gregor ist es ja seit 15 Jahren, wie du sagst, mehrfach im Jahr, ja, durchgängig. Ja. Das ist für mich so ein typisches oder ein untypisches Thema, insofern, weil es überhaupt nicht Airplay ist, also Radio, es ist überhaupt nicht so saisonabhängig, sondern es läuft die ganze Zeit einfach weiter, so unmodisch eigentlich. Mhm. Super interessant, weil ich kenne kaum einen Act, der so funktioniert. Aber es ist, glaube ich, das, was die Maschinerie Meile sowohl am Leben hält, mhm, und die Firma etc., als auch ihn als Künstler. Mhm. Weißt du, sonst würden wir alle auch nicht so funktionieren. Wenn ja. Wir alle als Band und als Crew funktionieren nur so, weil wir relativ viel Zeit im Jahr miteinander verbringen. Genau. Ne? Ganz genau. Würden wir jetzt Abstand haben, müssten ja andere Sachen, also ja, müssten andere Sachen machen. Der spielt mit dem Künstler, der geht auf die Produktion. Und schon bricht im Prinzip alles auseinander. Genau. Ne? Weil dieses Gesamtgefüge, fachlich findest du immer tolle Leute, ja, aber wir funktionieren nur so, weil wir menschlich so miteinander können, alle arbeiten. Ja. Also wir hatten in all den 15 Jahren wenig personelle Fehltritte, muss ich wirklich sagen. Mhm. Und das war, also kannst du, glaube ich, an einer Hand abzählen. Ja. Ja, und weniger als eine Hand. Aber und das war jetzt auch nicht falsch, aber manchmal hast du halt, das passt manchmal nicht, ne? Also vom Humor oder keine Ahnung, natürlich auch Logistik, ne? Was nützt uns jetzt meinetwegen ein Musiker aus Österreich, wenn, ja, logistisch für den Arsch, weißt, ja, du, wenn der jedes Mal reinfliegen muss, rausfliegen oder, ja, keine Ahnung, der einzige, der duldet, ist Massimo. Also auch die Schweiz. Nee, aber als ein Beispiel, halt Logistik ist bei uns ja ein sehr, sehr wichtig. Es ist, absolut, es kostet, ne, Geld und es ist auch einfach anstrengend. Nervig für alle, für die Person alleine. Ne? Ja, ich meine, genau, da ich habe ja lange in Salzburg gelebt, ja, in der Zeit, wo wir auch wirklich viel gespielt haben. Und es war aber auch in der Zeit, wo die Reisekosten günstiger waren und wo man auch noch, wo es viele Billigflüge gab, genau, die das ermöglicht haben. Das würde heute gar nicht mehr so funktionieren, weil die Flüge einfach 3-4 Mal so teuer sind. Das ist ein Argument. Und auch gar nicht mehr so regelmäßig, ja, fliegen. Aber du warst doch viel unterwegs zu dem Zeitpunkt, warst sowieso immer da. Ich war viel immer da. Ich war immer da, du? Genau. Und genau, du bist auch jemand, der sich komplett selbst organisiert. Ja. Weißt du, du bist ja im Prinzip neben Chris Nemeth oder so mein verlängerter Arm bei der Band. Weißt du, dann weiß ich, ihr habt eine Reisegruppe, das funktioniert, ja, ihr organisiert, ja, euch alleine. Da muss nicht irgendwie, ja, jeder immer jeden Travel organisieren. Das ist auch so ein Thema, was ich fragen wollte. Das kennst du ja genauso, ich natürlich auch. Ich meine, wir sind beide so ein bisschen Organisationstypen. Ja. Es gibt natürlich aber gerade bei uns Musikern viele Leute, die nicht dieses Talent haben. Die haben das Talent, gut Musik zu machen. Ja. Je größer die Gruppe wird, desto größer ist der Sack Flöhe, den man da hüten muss. Gab es schon Punkte, wo du gesagt hast, jetzt schmeiße ich hin, weil diesen Haufen halte ich nicht mehr aus? Oder hast du so eine dicke Haut, dass das mir alles egal, Hauptsache der Gig funktioniert? Nee, also bei unserer Truppe ehrlich gesagt nicht. Ja, bei uns nicht. Genau, nee, das hätte ich ja mitgekriegt. Aber bei anderen Bands? Hast du schon Bands abgegeben, ja, wo du gesagt hast, ja, das geht nicht, hab ich, weil? Ja. Also ja, Minimum wissentlich zwei. Wir müssen keine Namen nennen, ja, genau. Wo, ja, definitiv klar war, also es waren dann halt Künstler, auch gar nicht so unbekannte Künstler, die einfach nicht nur unfassbare, also in meinem Job ist ja Geld ein tragender Punkt, wo man sagt, der Künstler kostet XY, mhm, wo die manchmal Vorstellungen hatten, wo ich mir einen Kopf fasse, wo ich denke, ey, du bist halt nur so viel wert, wie Publikum vor der Bühne steht. Was rechtfertigt denn, dass du diese Summe jetzt auf einmal aufrufen möchtest? Wie soll ich dich denn verkaufen? Mhm. Weil das Einzige, was ist, ich finde halt irgendeinen Dummen, der bereit ist, das Geld zu bezahlen, aber eigentlich verarsche ich den ja dann damit. Ne? Also das wollte ich auch mal fragen. Das ist vielleicht für die Leute, ich meine, jetzt, wir haben ja viele Zuhörer, die sind selber Musiker, die haben das vielleicht am ehesten schon mal auf dem Schirm. Es gibt ja verschiedene Arten von Gigs. Ja? Es gibt einfach Gigs, wo eine Company, also eine Firma, irgendjemanden bucht. Das kann eine Coverband sein, das kann aber auch mal Gregor Meile sein, der auf einem Incentive spielt. Da ruft man eine Gage auf, klar, die ist dann unabhängig von den Eintrittspreisen oder von den Verkaufszahlen. Mhm. Da ist einfach, mache ich das für das Geld oder mache ich das nicht für das Geld? Mhm. So. Hochzeiten kennt man auch, wenn man das spielt, hat der Gregor früher auch gemacht, macht er nicht mehr. Aber das andere Business, das öffentliche Business, wo also Konzerte stattfinden, was auf Ticketbasis funktioniert, da hast du ja nur zwei Stellschrauben oder drei. Du hast entweder A, den Ticketpreis, den kannst du rauf oder runter schrauben. Mhm. Das ist ja das, wo die Leute sich den Mund drüber zerreißen, warum Taylor Swift 450 € kostet oder so. Mhm.
da ist Gregor jemand mit dir zusammen, ihr wollt nicht exorbitante Preise haben, ihr wollt das eher so bei 50, 60 maximal halten, eher gerne weniger, auch damit die Leute sich nicht verarscht fühlen. Das zweite ist, wie viele Leute kommen überhaupt? Das ist ja der entscheidende, die Zugkraft irgendwie. Und das dritte sind, gibt es Sponsoren oder irgendwas, die diese Veranstaltung supporten. Sonst ist ja nichts drin. Das sind die drei Stellschrauben, oder? Oder Gastro manchmal, wie viel macht man Gastro? Gastro interessiert uns ja nicht. Aber habt ihr eigentlich nichts mit dem Mut? Wir haben mit der Gastro nichts, eher der örtliche, das geht in seine Kalkulation. Und auch da, also Gastro brauchst du eigentlich so nicht rechnen, weil ganz oft heute das ja unterverpachtet ist. Ja. Ne, hat mit der Location zu tun. Aber es stimmt, das sind die Stellschrauben. Und rückblickend auf 15 Jahre würde ich sagen, heute, wenn man ja einfach mal so ein bisschen die Arschlochkarte hochhält, dass man sagt, wir waren immer viel zu günstig, Punkt. Ja. Also hätten wir damals noch meinen Song, da waren wir ja noch so 25, damals 28 Euro, da haben wir uns ganz schwer getan, auf 32 Euro Ticketpreis hochzugehen. Mhm. Aber hätte man damals einfach direkt gesagt, wir gehen jetzt auf 39 oder 45 Euro, hätte wahrscheinlich auch niemand gemeckert. Weißt du, weil glaube ich nämlich auch, gerade in der Zielgruppe. Das war in dem Moment, wir waren einfach viel zu lange, viel zu human, ohne es jetzt böse zu meinen. Und jetzt aktuell, spätestens nach Corona, wirst du halt auch ein bisschen damit konfrontiert, weil die ganzen Kosten einfach alle so akut gestiegen sind, sei es jetzt das Tracking der Nightliner, die örtlichen Kosten und so weiter, dass man heute eigentlich, meine kleine Pauschalrechnung, dass man immer sagt, hey, ihr bezahlt 50 Euro für ein Ticket, maximal die Hälfte davon kommt beim Künstler an. Das muss dann noch versteuert werden, das geht dann noch ans Booking, ans Tourmanagement, ans Management. Und irgendwo bleibt dann abzüglich aller Kosten, die so ein Künstler hat, landet irgendein kleiner Bruchteil dann noch beim Künstler. Nicht meckern, überhaupt nicht. Das ist einfach, du bist für deinen eigenen Job verantwortlich, was du machen möchtest. Und du kannst das ganze Produkt so groß machen, wie du willst. Ne? Ich meine, wenn ein Passenger unterwegs ist und der kriegt 50%, muss er mit seinem Tonmann teilen und einem Tourmanager, okay. Ne? Aber auch da, ich meine, wir können halt auch nur so arbeiten, weil wir keine Industrie dabei haben. Heute ist ja der Gang und Gäbe Situation, dass dann die Plattenfirmen noch mitverdienen. Und gar nicht wenig. Ich meine, das ist jetzt von Band zu Band verschieden oder auch diverse Managementverträge oder TV, wie nennt man das, Präsentationen etc. Das kann dann halt durchaus sein, dass das nicht nur vom Ticketpreis 50 Euro, 7 Euro an den Ticketanbieter gehen, wo gar niemand was von hat, sondern dass dann die verbleibenden 43 Euro auch noch 10 Euro weggehen an Medienpartnerschaften etc. Ja. Und dann bleibt von dem, was da noch ist, 50% hängen. Und dann muss der Künstler seinen Krams noch bezahlen und. Also, ich glaube, in der Situation ist dann, also wenn dann 20.000 Leute da stehen, egal, scheiß drauf, das ist dann egal. Das habt ihr so, man sagt diesen Begriff 360 Management, das heißt es Management, Booking, auch Merch, kümmerst auch Merch. Du dich drum? Merch. Das ist ein Riesenhaufen, das ist einerseits die Produktion von Merch, die Ideen dafür machen, das ganze Material raussuchen, das Zeug bestellen, das Zeug lagern. Du betreibst den Online-Shop. Den Online-Shop, wollte ich gerade sagen. Das tue ich ja auch, habe ich genau für die Bands immer gemacht. Und sehr viel Arbeit nimmt auch den ganzen Social Media. Genau, das machst du nämlich auch. Das ist übrigens ein Thema, das finde ich das Allerkrasseste bei dir. Du machst das Booking, du machst das Tourmanagement, du machst für Gregor Management. Während du das Tourmanagement machst, du bist natürlich einer der Ersten, der entweder morgens aus dem Bus steigt und auch der Letzte, der reingeht. Ja. Du baust dein Büro auf, das ist ja auch so ein Thema, dieses typische Tourmanagement-Situation, da ist der Rechner, da ist der Drucker. Du checkst alles vor Ort mit Catering, mit den ganzen Locals und so weiter. Und du machst aber mittlerweile auch noch, rennst du mit der Kamera rum, machst Fotos und machst Tourvideos. Du machst eigentlich, wenn es gut läuft, von jedem Tag ein Tourvideo, was dann so ein 3-Minute oder ein Minute oder wie auch immer ist. So ein bisschen Impressionen für Social Media. Danke, Bad Sülze. Und das auch schon seit 5 Jahren? Mhm. Also und mit einer Treffsicherheit, ich meine, ich habe das so mitbekommen, als du angefangen hast, Bilder zu machen und du hast dich innerhalb von einem Jahr, hat sich dein Auge so krass entwickelt. Und was ich wirklich krass finde, also ich will dich jetzt nicht zu sehr belobhudeln, aber was ich wirklich krass finde, man kennt natürlich die Show. Ja? Wenn die Show so läuft, die spielen ja immer so mehr oder weniger eine ähnliche Setliste. Ja. Man weiß jetzt, welcher Song klingt wie und auch bei welchem Song tanzen die Leute, bei welchem Song machen die Leute mit den Händen mit und so weiter. Und in diesen Momenten, wo die Leute abgehen, gucke ich irgendwie ins Publikum und dann sehe ich dich in dem krassesten Moment. Und dann passiert genau da, wo du stehst, auch noch irgendwas, das
ein Pärchen sich küsst und der Sven hält drauf. Oder ein Kind lacht und bewegt die Arme und Sven hält drauf. Und das siehst du nachher in Slow-Mo auf dem Video, wo ich so denke, das kann doch nicht wahr sein, dass er schon wieder genau in dem Moment da steht, wo was Außergewöhnliches passiert, was nachher eine Gänsehaut vermittelt in dem Video. Das finde ich so krass. Wie viele Videokollegen hat man eingeladen und bezahlt für ein Video, für meine Bands und wie auch immer, die dann da stehen mit dem ganzen Equipment und nachher denkst du so, hä, das Video überträgt überhaupt gar keine Emotionen. Ja. Und bei dir ist es irgendwie so, krass, er hat schon wieder das eingefangen, was man zu Hause, wo sich irgendwie jeder dritte Sender im Fernsehen die Finger nachlecken würde. Man muss auch so sagen, da man hat davor ein bisschen Zeit, die Leute zu beobachten und zu checken, okay, wer ist hier gefundenes Fressen und wer nicht. So. Aber es ist ähnlich wie bei euch, bei BAP, ne? Carsten Klick, der Fotograf ist, er kennt die Show, er kennt die Kurven. Oder, ne? Ja, das ist auch, das haben wir ja schon mal, den Carsten wollten wir auch mal einladen. Hat neulich nicht geklappt, aber der kommt demnächst mal zu uns hier in den Podcast. Der Carsten ist früher Schlagzeuger gewesen oder ist Schlagzeuger. Er hat mit Janet Biedermann gespielt. Der ist aber auch Gitarrentechniker bei BAP, bei Westernhagen, bei Grönemeyer. Steht also immer auf der Bühne, links oder rechts außen, kümmert sich um die Gitarren. Kennt dementsprechend bei BAP auch die Show natürlich in- und auswendig. Und der Carsten ist ein unglaublich geiler Fotograf, muss man echt sagen. Ich finde die Bilder von Carsten Wahnsinn. Gerade die Schwarz-Weiß-Sachen von ihm, I love it. Und wirklich geschmackvoller Typ. Ist so ein ruhiger Vogel, also wirklich immer total so nicht das Maul aufreißen und so, sondern er haut dann die Dinger raus und denkst, Alter, wie geil, die Bilder. Und dann ist bei BAP natürlich 3-Stunden-Show und dann sind immer irgendwelche Fotografen. Es gibt ja immer diese Regelung, ersten drei Songs darfst du fotografieren. Lass mich raten, er steht dann erstmal nicht dabei. Genau, steht nicht dabei. Hat auch nicht die Zeit dafür, muss man sagen. Zu dem Zeitpunkt muss er sich um die Gitarren kümmern. Und er muss sich ja, das ist ja sein Hauptjob, er muss sich um die Gitarren kümmern. Das heißt, er hat nicht viel Zeit bei der Show. Der kommt dann so, wenn wir auf Tour sind, dann laufen erstmal 2-3 Shows, bis alles sich so eingegroovt hat, bis er so die Abläufe weiß. Und dann kommt der so für 2 Minuten mal runter und dann nochmal bei einem anderen Song nochmal runter und macht dann in den richtigen Momenten die Shots, weil er natürlich weiß, jetzt kommen die Jungs vor oder da ist der Sönke verschwitzt oder irgendwie und da ist das Licht so geil und weil er das alles schon kennt, macht effektiv wahrscheinlich 1/100 von den Bildern, die die anderen Typen machen und die Bilder sind immer die geilsten. Ja. Das ist so, je mehr du kennst und ob es jetzt Carsten ist oder auch bei mir, du weißt ja, was du die letzten Male alles gefilmt und fotografiert hast und du willst halt auch nicht, dass der Kanal, in dem Fall jetzt bei uns der Instagram-Kanal oder wie auch immer, oder YouTube-Kanal, nicht langweilig wird. Das soll nicht immer das Gleiche sein. Ja, ne? Also probierst du da ein bisschen abzuwandeln, den Stil beizubehalten, also sprich die Sprache, die romantischen oder die Party-Sachen. Aber wenn jedes Video gleich ist, da ist dann auch wieder doof. Und den Spagat zu finden, klar, da fehlt es einem dann irgendwann auch an Kreativität. Weil du kannst ja das verarbeiten, was von der Bühne kommt. Ich muss gerade lachen, weil es ist ja so lustig. Du bist ja heute auch wieder. Du bist ja nicht nur, wenn wir spielen am Start, sondern du hast ruckzuck ein Handy gezogen, wenn zum Beispiel irgendeiner einen Quatsch macht neben dem Gig. Ne? Also Backstage oder sonst irgendwo. Wir laufen zur Bühne. Ne? Oder wie heute, wir sind beim Backstage und der Hund krallt sich Lenas Schuh und haut damit ab. Und dann hast du die Kamera gezogen und hältst halt drauf. Das ist halt irgendwie auch lustig, weil... Ne? Weil du halt immer am Start bist und fängst auch Bilder ein, die man so vielleicht nicht anfangen würde. Aber ich glaube, das ist bei mir jetzt so, das ist mein eigener Ehrgeiz. Weißt du, auch um uns und das Produkt Kriegermeile weiter voranzubringen. Ne? Es gibt manchmal auch Künstler, die sehr, sehr viel von sich zeigen, sehr viel sich präsentieren oder in Szene setzen wollen. Und da ist Gregor leider gar nicht der Fall. Ne? Du musst der Gregor dann eher immer dazu zwingen oder so drücken, oder drücken. Und Gregor versteckt sich ja auch gern vor sich selbst. Was keine Kritik ist, ist halt was seine Art. Und da musst du halt mit dem arbeiten, was machbar ist. Und da sind wir gesegnet, dass halt kein Alleinunterhalter ist auf der Bühne, sondern dass man von euch viel Footage bekommt. Ich weiß, wenn ich mit der Kamera zu dir gehe, du backst immer mit der Kamera rum, du gibst schöne Zeichen und also, da ist ein bisschen Mitarbeit. Und das gepaart mit der vielleicht manchmal Seriosität oder Schelmigkeit von Gregor auf der Bühne gibt ein gutes Bild. Das ist toll. Ne? Aber es ist halt auch alles harte Arbeit und guck mal, wenn ich dann montags manchmal nach Hause komme, dann müssen halt auch Abrechnungen gemacht werden, müssen Rechnungen geschrieben werden, eure Rechnungen müssen überwiesen werden, also auch die ganze Buchhaltung fällt ja damit rein. Ah, übrigens, ich habe meine Rechnung noch nicht bekommen. Dann gerne in Erinnerung. Entschuldigung, habe ich während der Autofahrt nicht geschafft. Ja, aber das ist egal, lass weiterreden.
Manchmal, okay. Manchmal wird es viel mit allem, aber dann ein kleines Geheimrezept auch für jeden Einzelnen zu Hause vielleicht, To-Do-Listen. Ja. Ist das A und O. Ja. Ja, das ist genau, das ist nämlich auch so eine Frage. Das ist ja ein riesen Durcheinander. Wir hatten es jetzt gerade wieder mit der Reiseplanung. Ne? Wann fährt wo jeder hin und so. Und aufschreiben. Ja, Papier aufschreiben. Mhm. Und am besten, ich habe eine Weile lang hatte ich mal, ohne Scheiß, Spielfiguren. Ich hatte ein Blatt Papier, habe Spielfiguren gehabt. Da stand drauf Axel, MV, ohne Scheiß, die setze ich in das Auto, die in das. Okay. Da müssen 5 Leute rein, dann den an den. Und also wirklich wie so Spiel. Ja. Und nur so funktioniert. Ja. Und das hast du dann irgendwann. Was war ich für eine Spielfigur? Na, nee, ich glaube, es war halt eine Farbe oder so, das weiß ich jetzt nicht mehr. Das ist schon 2 Jahre her oder 3. Ja, es war zu der Zeit, ich glaube, als Corona war, als wir mit den Autos anfingen zu fahren. Weißt du, als wir den Bus nicht mehr hatten. Aber das würde ich auch so meinen, da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Ich habe heute witzigerweise im Auto, weil wir auch wieder eine Stunde lang diskutiert haben, wer fährt wohin, ne? Und das geht ja dann weiter. Und dann habe ich kurz gedacht, ey, wie kriege ich das in meinen Kopf? Ich würde Autos aufmalen mit jeweils 4 Plätzen oder 6 Plätzen und würde da die Namen reinschreiben, einfach weil ich so ein visueller Typ bin. Ja, auch. Aber das musst du ja verändern. Sobald steht, ist wir deswegen genau. So eine Figur. Also ja. Jeder kriegt eine Farbe. Das sind so. Heute funktioniert es ganz gut. Weißt du, ich bin irgendwie relativ fix, wenn jemand sagt, ah, ich muss dahin und dann ist man sofort geografisch alles im Kopf. Okay, der fährt mit dem, der ist wie Schachspielen. Mhm. Ne? Sag, hey, was hältst du denn davon, wenn der mit dem oder, weißt du, halt wie mit Lorenzo, die Abreise nächste Woche und dann, ja, guck mal, was hältst du denn davon, weil der fährt mit dem und dann kannst du damit einsteigen, nimmst das Auto mit, einfach schnell, so, dann, das geht manchmal dem einen oder anderen Musiker oder Techniker so schnell, was willst du jetzt von mir? Ja. Ich sag, aber es ist immer noch kompliziert, weil du weißt dann, wo jeder sitzt, aber du hast den zeitlichen Ablauf nicht. Nee, den zeitlichen Ablauf, den würde ich ja dann euch überlassen. Ich sage nur, hier, setzt euch in ein Auto und der Rest ist euer Ding. Also ich könnte den Job nicht machen. Seid zu der Zeit da. Ich würde so, ich glaube, ich könnte den Job einfach nicht machen. Soll ich was sagen? Ich sage immer, ich mache lieber eine Produktion mit 20, 30, 40 Leuten. Ich habe wirklich, das kriege ich leichter geschissen, als zu Hause meine beiden Kinder. Ohne Scheiß. Hoffentlich hören sie den Podcast nicht. Ja. Oder vielleicht hoffentlich hören sie den mal. Oder das, ey. Oder wirklich, das ist, was ich manchmal zu Hause verpeile, das ist unangenehm peinlich, wirklich. Das, also deine Kinder sind ja auch so Social Media affin, ne? Die haben ja auch irgendwie da ziemlich viel Action. Ne? Ja. Die machen da auch, dein einer Sohn, der macht, glaube ich, auch irgendeine, was war das nochmal gewesen? Erzähl mal, ich habe es vergessen. Irgendeine Gesangsgeschichte oder eine Schauspieler? Bo macht Schauspielerei, genau. Schauspielerei, genau. Netflix-Filme und so, ja. Krass. Und der andere, der macht Musik, der singt, spielt Gitarre, spielt Drums und alles, der kann echt gut. Hammer, echt cool. Ja, so reingewachsen, ne? Und macht mich natürlich auch stolz, wenn die das Leben so ein bisschen mitkriegen, wie letztes Jahr, als der Große dann mal mit war. Für den war das. Ja, aber du reitest, das ist auch geil, wenn man so sieht, wie du die Kids, irgendwie, was du denen bietest auch. Obwohl du sau viel unterwegs bist, beruflich schon, packst du die Kids ein. Ihr geht auch privat viel auf Konzerte und seid unterwegs. Und die sehen so ein bisschen, was dein Job ist und sehen gleichzeitig, wie groß so Bühnen. Das ist total krass, was du den Kindern bietest da irgendwie, muss man echt sagen. Also du bist kein Stubenhocker, so wirkt's. Nee. Du hängst nicht zu Hause rum und lässt dich bedienen. Sorry. Sondern du gehst echt raus und macht viel mit der Family. Ihr macht auch viel Urlaub, oder, wenn es geht. Ja. Mega fett. Das ist wirklich so, wenn wir von Tour kommen, ne? Am Montag sind wir zu Hause, ich gehe in mein Studio, mache andere Sachen, dann sehe ich schon wieder bei Instagram, dass Sven schon wieder das nächste Stadion irgendwo. Wo warst du vor kurzem? Bei irgendeinem Riesen-Act mit deinen Kids? Bei einem holländischen? Ey, warte mal, wo waren wir denn? Ja, es war ein Künstler, den ich nicht kannte. Also es muss irgendwas holländisch sein. So ein holländischer, Chris Mavis? Ein Riesending, ein Riesenschlag. Ja. Gehst du dann auch noch hin, ne? Gibt's dir dann auch noch die Zahl auch dafür. Coldplay, nächste Woche. Ja, geil. Ja. Wo? In Düsseldorf. Ach, krass. Mit den Kindern. Oh, wow. Ja. Das würde ich auch gerne mal sehen. Das ist toll. Nee, da hat man so seine... Ich habe auch noch eine schöne Überraschung, das wissen die Kinder nicht, aber wir hören den Podcast ja nicht. Ah, der Podcast kommt ja erst später raus. Genau. Hast du Backstage? Nee, das nicht, aber ich habe tatsächlich für meinen Kleinen, der ist großer Fan von Walk of the Earth, eine kanadische Band, super toll. Und er ist ein riesen Fan davon, weil da auch die Kinder mit auf der Bühne sind. Ja, genau. Und dann hatte ich für seinen Geburtstag hatte ich ihm Tickets gekauft. Und dann gab es auch VIP-Tickets, das ist so mit Meet and Greet und bla bla bla. Normal würde ich sowas nie machen, aber in dem Fall dachte ich, ach komm, mach's. Waren nur ein paar Euro mehr, dann nimmst du das mit. Ist ja auch so ein Thema. Ist es verwerflich, wenn Künstler sowas anbieten oder nicht? Ich sag nein, wenn es finanziell im Rahmen ist. Das Meet and Greet meinst du jetzt? Naja, so Meet and Greets, ja genau. Also da so VIP-Extra-Tickets. Ne? Jeder macht es ja anders. Also der eine sagt,
das beinhaltet 3 Songs vom Soundcheck und du kriegst noch irgendwelche Merchandise-Goodies und bla bla bla, Handshake, Foto machen, Autogramm. Okay, ist ja nur Angebot und Nachfrage. Klar. Weißt du, und am Ende ist es auch Aufwand, das ist Zeit und auch die Nachfrage zu regulieren, musst du halt das ticketerisieren. Genau. Und ob du jetzt 25 Euro dafür nimmst oder 100 oder weitaus mehr, mhm. ne? Wenn es im Rahmen bleibt. Also ich habe mal so Geschichten gehört von Bands wie Tokyo Hotel, wo es dann aber echt fast schon vierstellig ist, wo ich dann sage, wow, okay, das muss dann vielleicht nicht unbedingt sein. Weißt du, aber wenn es jetzt vertretbar ist, wenn so ein VIP-Ticket dann ähnlich so viel kostet wie so ein Konzertticket mhm. und du sagst, okay, das gönnt man sich mal, finde ich es vertretbar. Also das ja, ist ja auch ein Erlebnis für die Leute. Muss ja jeder für sich selber wissen, ob er das dann ausgeben möchte. Oder und ich will doch nicht, dass du Leute dann bevorzugst von wegen, ja, das können sich dann nur die leisten, die die Kohle haben. Ja, unter Umständen stimmt das, aber man kann ja darauf hinsparen. Ne? Also wenn du jetzt wirklich Fan bist von etwas und sagst, ich habe jetzt das Geld zusammengespart für ein Ticket, dann schaffst du es auch, vielleicht nicht sofort, aber vielleicht ein Jahr später, dann auch dieses Bonus dann dir zu erspielen. Oder ja, ich verstehe die Idee aber schon. Ne? Die Leute kommen noch mal ein bisschen näher dran mit dem Künstler. Ist ja auch ein Erlebnis dann, ja. so ein bisschen. Der Künstler plant extra Zeit ein. Ne? Die, wir wissen ja alle, wie es ist auf Tour. Jeder Moment, der für uns so ein bisschen Erholung ist, weil es ist ja auch irgendwie dann doch anstrengend. Ne? Wir fahren jetzt sind heute auch wieder 3 Stunden gefahren, gestern 6 Stunden. Zurückfahren wir 7 Stunden oder so. Man sitzt viel im Auto, man ist wirklich durch den Wind und ist dann im Backstage froh, wenn man sich mal irgendwie hinsetzen kann und entspannen kann. Dann geht es zum Soundcheck. Also diese Extra-Zeit, Meet and Greet, ist ja nochmal ein Energieaufwand, das muss man genau. auch sagen. Genau. Für einen Künstler, gerade bei Gregor, er muss nochmal sprechen, die Stimme wird belastet und das ist nicht so ohne, ne? Das klingt jetzt erstmal so, aber es ist schon auch eine Belastung, die man einplanen muss und so. Und ich finde schon, ja, und für einen Fan, ich glaube, also wenn ich von mir aus gehe, ich als Fan, ich bin ja auch, ich will ja auch ein T-Shirt kaufen. Ich will auch irgendwie was mitnehmen von dem Künstler, weil ich begeistert bin. Und ich bin auch froh, wenn ich den Künstler damit unterstütze. So, ne? Ich meine, klar gibt es Künstler, die wirklich viel Geld umsetzen. Gibt aber auch Künstler, so Mittelklasse-Künstler, die wirklich aufs Merchandise angewiesen sind. Wo man weiß, dass man mit jedem T-Shirt, das man kauft, einen Künstler auch wirklich unterstützt. So, ne? Und in unserem Fall ist es dann auch so, dass man halt einfach ein Merchandise auch irgendwie braucht oder ein Meet and Greet dann auch irgendwie dazu benötigt oder nutzen kann, seine Fans auch ein bisschen näher ranzuholen. So. Also das ist schon eine super Idee. Bei uns ist ja so, die Meet and Greets, die wir bei Gregor zum Beispiel machen, dafür muss niemand bezahlen. Das sind einfach wirklich Meet and Greets, die können die Menschen gewinnen. Ja, entweder ja. über Zeitungen oder wie auch immer die Dinge verlost werden oder wie zuletzt in der Fanbox. Ja. Ne? So, das ist dann auch wieder fair, die Leute supporten den Künstler unterschwellig und es wird eher so verlost im weitesten Sinne. Hast du schon mal über eine Row Zero bei Gregor nachgedacht? Nee. Aber es gibt manchmal VIP-Situationen bei Gregor, das ist mir ganz lustig. Da bringt er manchmal sogar extra einen Sekt hin. Ja, aber das ist... Aber das hat ja nichts mit uns zu tun, das hat eher mit den Veranstaltern. Das ist der Veranstalter. Aber wir hatten noch einmal die Situation, ne, wo der Gregor die ganze Halle durchquert hat und in die VIP-Zone sein angebrochenes Wasser weißt du noch? Ich weiß nicht, wo das war, es war irgendwo im Norden. Ja, das sind ja manchmal total strange Situationen, ne? Wenn du hast irgendwie in Anführungsstrichen das normal sterbliche Publikum vor dir, das sind die Leute, die gehen geil ab, mit denen connectet man und dann gibt es irgendwie links oben so die Lachshäppchenabteilung mit irgendwelchen tollen Huschen um die Stehtische drumherum, die labern aber die ganze Zeit ja. und sind irgendwie so Etepetete am Start und nicht immer, aber es ist nicht immer, also es ist ein bisschen überein. Ja, aber das ist sowas, was gerade sagt, labern, das ist was, es ärgert mich so maßlos, wenn Menschen einfach bei Konzerten labern. Also, ja. Ich denke mir so, ey, ist doch toll, dass du gerade deinen besten Kumpel, beste Freundin, geh doch raus. Ja. Weißt du, warum gehst du anderen Leuten auf den Sack? Sorry, das ist, ich finde es furchtbar. Und am schlimmsten trifft es ja meistens dann unsere Soundkollegen am VH. Die hinten, wenn rechts ja. und links die Leute nonstop labern. Die stehen da und müssen ihren Job machen. Gut, das können die anderen Menschen nicht wissen, aber das ist halt Katastrophe, wirklich. Egal ja. in welchem, Indoor, Outdoor, geht doch einfach irgendwo woanders hin. Dann hört ihr auch die Musik, aber ihr müsst doch da nicht so laut labern. Ja, manche Leute haben da nicht so das Gefühl für. Und nein. manchmal erledigt es sich ja von selbst, wenn die Leute intern in der Halle sich dann gegenseitig so, ey, sag mal bitte ruhig so, ne, dann ist es auch schnell wieder okay. Das ist ja total abhängig von der Veranstaltung. Wenn es ein Konzert ist mit Ticketpreisen, hast du das Problem ja seltener, ja, sag ich mal.
Wenn du aber, ich sag mal, Incentive-Dinger spielst oder Stadtfeste, wo umsonst und draußen ist, ja, wo die Leute einfach hingehen und vielleicht gar keinen Bock auf das Programm haben und sich das Bier dann reinstellen und vielleicht hat irgendwie, ist eine Metalband, die Männer haben Bock drauf oder ist es eine normale Band, die Frauen haben Bock drauf und die anderen Partner quatschen dann hinten und saufen oder so. Ja. Das sind immer die, eigentlich, also ich muss ehrlich sagen, das Absurdeste finde ich in unserem Business, ist zumindest bei mir so, dass die Gagen, die ich verdiene, meistens dann am besten sind, am höchsten sind, wo ich am meisten Geld verdiene, wenn die Gigs am bescheuertsten sind. Mhm. Für mich aus Künstlersicht. Also ich habe bei Firmen-Events immer die höchsten Gagen. Es sind immer meistens Gigs, wo ich sage, ich mache das jetzt nur wegen der Kohle, weil alles andere geht mir total auf den Sack gerade. Ja, ja, ja. Und der Band oder dem Künstler auch, mit dem ich hier spiele, ob das eine Coverband ist oder ob das Gregor ist oder irgendwas. Ja, das ist halt totale Dienstleistung. Weil es dann Dienstleistung ist, aber es connectet nicht mit dem Publikum. Und meistens sind die Sachen, die musikalisch geil sind, mit dem Publikum zusammen, die Sachen, die am wenigsten Geld abwerfen. Also ja, oft so. Das stimmt. Also aber häufig. Ist der Spaßfaktor dann, weißt du, das hält dich dann am Leben. Und Geld ist bei uns ja nicht alles, das muss man auch sagen. Ne? Wir hatten, wie viele Sachen haben wir schon für Geld gemacht und so. Aber eigentlich, wenn du mich heute fragst, hey Sven, was waren deine geilsten Tourneen, die du jemals gemacht hast? Unabhängig davon, dass ich das ja alles wirklich liebe und wahnsinnig, aber das sind so kleine, heute sag ich, Kack-Tourneen mit einem Singer-Songwriter, wo du in einem kleinen Golf durch ganz Europa gefahren bist. Ach, du hast doch mal Straßenmusik mit warst du mit Angelone? Oder ja, mit Felix Mayer und mit Bobby Long. Das ist ja so richtig down to earth eigentlich, ne? Ja, aber ähnlich wie hier, du siehst dein Publikum auf der Straße und du wirst lachen. Man lacht ja immer die Menschen aus, die auf die Straßenmusik machen, aber wenn du 1000 Euro am Tag verdienst auf der Straße, da wird nicht mehr gelabert. Nee, ne? Genau. Also ich weiß, war Jimmy damals auf der Straße ungefähr umgesetzt hat und ich weiß, was Felix Mayer und Co. Und klar, je nachdem, was für ein Rattenschwanz hinten dran ist. Wenn du alleine bist, prima. Wenn da eine Band dahinter ist, dann reduziert sich das alles. Mit den Clochards haben wir auf der Straße angefangen. Ja. Das war ein Spaßprojekt und wir sind nach Südfrankreich gefahren im Urlaub mit dem Wohnmobil und sind in Saint-Tropez, in Fréjus, in irgendwelche Strandpromenaden uns hingestellt, gezockt mit Akku-Amps. Hatten ein paar CDs dabei, die wir vorher produziert haben, aufgenommen und Bauchladen. Und haben angefangen und haben irgendwie am Abend 3 Sets gespielt, 3x20 Minuten oder so, weil die Leute gehen dann weiter. Alter, wir haben gerade 1500 Euro eingenommen. Ja. So, irgendwie, what? Es gibt sogar CDs verkauft, Hutgeld. Lieber kürzere Sets spielen, Leute hauen ab, fängst wieder das nächste Set, neue Leute. Ja. Klar, wir waren immer zu fünft irgendwie, also, und, aber sonst nichts dabei irgendwie. Aber da kannst du echt, wenn du das jetzt gerne machst irgendwie, kannst du echt Kohle verdienen. Ja. Und es ist total mittelbar, du siehst einfach, was gerade passiert. Du siehst, ob der Song funktioniert, ob die Leute Bock haben, ja oder nein, was du machen musst, damit die Leute Bock haben. Also so Entertainment-Schule irgendwie. Ich fand das total spannend. Ich hätte es auch immer gern gemacht. Ich kann nur nicht, ich finde es nur krass, wie Leute manchmal so bei Minustemperaturen draußen stehen. Das finde ich Wahnsinn. Weil ich bin jetzt so ein Mensch, wenn es kalt wird, meine Fingerspitzen sind dann taub, kein Gefühl mehr. Und die ziehen das halt durch. Ne? Das ist schon krass. Ist natürlich sehr wetterabhängig und auch von vom Setting, ob das funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Also wie schön das aussieht, wo du gerade spielst. Im Winter ist natürlich oder im Regen. Aber es gibt auch manchmal so Fälle, da kennst du auch, wenn du in der Großstadt plötzlich ist dann so eine Straße mit so einer Kathedrale oder sowas und dann hast du diesen Mega-Hall. Da ist ein Typ mit der Akustikgitarre und das ging so krass. Ja, meistens Richtung Spanien oder so. Ne? Das ist so geil, ich finde das so cool. Ja, aber es gibt halt, Deutschland ist ein gefundenes Fressen für Straßenmusik nach wie vor. Ja. Also egal, ob es jetzt zur Hauptsaison hier oben an der Ostsee, Nordsee. Gerade so die Städte Leipzig und so. Berlin ist eine Stadt, die funktioniert nicht, weil Berlin einfach total Overkill ist mit allen einem Impact. Was gibt aber viel, ne? Es gibt auch viel Straßenmucker da. Ja, aber sorry, wenn es darum geht, Geld zu verdienen, das sind Selbstdarsteller, das die wollen nicht, einfach so für sich. Aber wenn es darum geht, das ist dein Job, du musst Geld verdienen, dann ist Berlin der letzte Ort in Deutschland, wo du es machen solltest. Ja. Weil viel zu viel Konkurrenz, viel zu viel Scheiße da auf der Straße ist. Und in Berlin fragt ja jeder Geld. Das ist es ja. Weißt du bist da irgendwelche Leute, die jonglieren, die Straßenkunst machen, die deine Fenster putzen wollen, Bettler und so weiter. In Berlin hat einfach keiner Kohle für dich über. Punkt. Da kannst du noch ein geiler Typ sein. Es gibt wenig Leute, die... Es gibt ja Alice Feulu, kennt ihr die? Mhm. Die spielt selber eigene internationale Tourneen und die gibt im Treptower Park so Straßen. Aber das ist einfach, da geht es um die Kunst. Verstehst du? Die will einfach nur spielen. Da geht es gar nicht darum, da geht es ums Geld verdienen. Wie ist alleine? Sie ist ganz oft alleine, manchmal hat sie aber auch noch einen zweiten Musiker dabei. Aber sie ist wirklich
echt gut unterwegs. Ja. Muss man wirklich sagen, die spielt eigene Shows mit 1000 Leuten. Du musst Leuten es mögen, so. Du musst es wirklich mögen. Genau. Wenn du keine Lust darauf hast, direkten Kontakt zu den Leuten zu haben und wenn du auch keine Lust darauf hast, dass es mal scheiß Wetter ist und mal anstrengend ist, weil du eine Kiste rumschleppen musst, dann glaube ich, hast du ein Problem. Ich glaube, vielleicht ist es auch ein bisschen abhängig davon, wie alt man ist, aber ich kenne auch viele Musiker, die mit 50er noch, sondern mit 50 Jahren doch noch auf der Straße sitzen und einfach Musik machen. Es ist auch Typsache einfach so. Ja, klar, ist auch geht auch nicht mit jeder Mucke. Nee. Es ist ja total abhängig davon, wie du funktionierst. Dein Setting muss sein, weißt du, wenn du ein geiles Piano da hast, ja. Du musst mobil sein, das ist auch wichtig. Ja, genau. Viele Städte, so wie Köln, genehmigen dir, du darfst an einem Ort 15 Minuten lang Musik machen. Genau. Und dann musst du den Ort wechseln. Du musst mindestens, da gibt es einen Radius, 100, 150 Meter weiter gehen. Und dann musst du immer in Bewegung bleiben. Und dann hast du viel Konkurrenz. Du hast dann nicht nur andere Musiker, die da auch stehen. Du hast auch mafiaartige Gebilde, die dann da sind und dich deines Einkommens berauben oder deines Platzes. Ich habe eine geile Story. Ich bin mal mit einem, da war ich so nach dem Abi, zwischen Abi und Zivi, bin ich mit ein paar Kumpels, waren wir in Schweden unterwegs und haben uns da irgendwie so einen wunderbaren jungen Männer-Bullshit-Urlaub gemacht, so festivalmäßig und schön immer Bier gesoffen und so. Und da waren wir, ich weiß nicht mehr, ob Stockholm oder Göteborg war, irgendwie in Schweden. Und dann spielten da diese Indio-Panflöten-Band. Ne? Mhm. Und ich hatte damals natürlich schon auch, das waren alles Musikerkollegen, so Schul-Big-Band-Typen und so. Und die standen da und haben da irgendwie Trauben von Menschen gezogen. Und das war so eine Besetzung, ich weiß gar nicht, irgendwie ein Typ mit Percussions und zwei Gitarristen und Panflöte und also irgendwie so sechs Leute, fünf Leute. Und das klang aber, die haben so eine kleine PA dabei gehabt, die haben so einen Mini-Generator dabei gehabt für so einen Roll-Rack mit Mischpult und so weiter. Und ich sagte, Leute, das ist ja gar nicht live, die spielen ja gar nicht live. Nein, nein. Ach, und dann war es irgendwie so, die haben so gespielt, der Typ hatte so eine Nylon-Gitarre umhängen. Und dann kam irgendeine Frau und wollte eine CD kaufen, hatte die Gitarre hinten weggetan, CDs verkauft, aber die Gitarre lief weiter. Und dann meinte der eine Typ so zu mir, also mein Kumpel, irgendwie so, hey, das ist doch total scheiße, die verarschen die Leute doch total. Ja, ich fand's auch total kacke. Und dann sind wir dahin, haben einfach den Schuko-Stecker aus dem Generator gezogen. Und da war halt alles weg. Ist von jetzt auf gleich die ganze Musik aus gewesen, weil es war einfach, die haben so einen Mini-Disc-Player gehabt in dem Rack und haben alles Playback laufen lassen. Das Einzige, was ging, war das Ansagemikro, wenn er mit den Leuten gequatscht hat. Nein. Panflöte, alle Gitarren, alle Percussionspuren, war alles Playback. Das ist nicht cool. Und wir fanden das total lustig, hatten so leicht einen im Tee. Und dann fand aber der Gitarrist das überhaupt nicht lustig. Der ist dann auch so hinter uns hergerannt und wir sind, der wollte uns dann verkloppen und dann mussten wir irgendwie abhauen. Aber das ist ja auch echt uncool. Also wenn man noch irgendwo live Musik machen muss, dann auf der Straße. Ja, eben. Ich fand es total ätzend. Das ist total ätzend. Nein, das geht gar nicht. Aber die haben richtig Kohle gemacht und wir haben damals ja viele Leute kennengelernt auf der Straße. Wir haben das hauptsächlich in Frankreich gemacht. Und da trifft man immer mal wieder auf solche Bands und dann war an einem Ort, wo wir regelmäßig hingekommen sind, war ein Typ, nee, zwei Typen und irgendwie vier Tage später waren andere Typen da, die haben aber die gleichen CDs verkauft. Und zwar ist das tatsächlich so eine Company, die produzieren die CDs für die und du kannst da so Panflöten-Action dann machen und kannst so Franchise-mäßig dich hinstellen. Die verkaufen aber die gleichen CDs. Das ist so. Aber es ist mittlerweile, glaube ich, auch vorbei mit CD-Verkäufen so auf der Straße, nicht mehr so wie... Ja, wahrscheinlich, ja. Also das ist heute so ein Ding, das, du nimmst ja dieses emotionale Erlebnis von der Straße noch mit und darum geht's ja. Weißt du, das haben wir ja auch. Wie oft gibt's am Merchandise stand dann nach jeder Show, dass die Leute sagen, ich hätte gern das von heute Abend. Ja, genau. Und dann würden Leute wahrscheinlich eher noch über den Schatten springen, heute, wo kaum noch jemand CDs kauft, zu sagen, ah, ich kaufe doch noch eine CD, ich will den Künstler supporten und nehme es noch mit. Ja. Also in Zukunft muss es selbst spielende CDs geben. CDs mit Lautsprechern drin. Das würde wieder gehen. Eine CD mit einem QR-Code, damit du dann direkt auf Spotify kommst. Also, oder andere Portale. Oder sowas. Ja, aber ich glaube, du bist halt, egal wie, euren Job, mein Job und so, immer nur so gut, wenn du selber noch Bock hast, jeden Tag dein Ding zu machen. Ja, das ist wichtig. Und die Leidenschaft, wie ich, der gerne noch auf Konzerte geht, hoffe ich, dass ihr nach wie vor auch noch gerne auf Konzerte geht und nicht sagt, privat höre ich keine Musik, geht mir auf den Sack. Das ist, ich gehe selten, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, man muss öfters. Ich merke das auch bei Gregor zum Beispiel, wenn wir dann privat mal auf Konzerte sind, wie den dann die Muse küsst. Genau. Wie der dann wirklich so, oh, wie geil. Nicht, dass das kopieren will, aber einfach so, da geht noch mehr. Weißt du, jeder wird ja bei uns betriebsblind. Du brauchst Input von außen in jeglichem Berufszweig. Absolut.
Und da geht nicht um Klugscheißerei von anderen Leuten, sondern einfach, dass du sagst, oh, das ist cool, das gefällt mir. Oder sagst du einfach, finde ich scheiße. Ja. Wir waren letztens auch bei einer anderen Band, die ich jetzt nicht nennen will, wo wir einfach sagen, hey, wir machen vieles richtig, die nicht. Und die sind viel größer. Auch mal schön. So, das ist, ja. Super spannend. Ja, aber ich glaube... Ich kann auch die Story anfangen mit dem Backstage, wie ich mich damals reingeschmuggelt hatte. Ja, das kannst du gerne noch erzählen. Das ist eine sehr gute. Es gibt ja viele Geschichten dort. Ja, aber die ist sehr gut. Bon Jovi oder welche? Die Nummer? Ja? Bon Jovi, ja. Ich war ja früher, also noch zu Teenie-Zeiten, Autogrammsammler und relativ naiv. Und weiß, wie ich damals an der Waldbühne war in Berlin. Und ich war damals immer mit einer Freundin unterwegs und wir haben uns eigentlich immer. Manchmal hast du Glück gehabt, hast die Leute erwischt für ein Autogramm, manchmal nicht. Und das war ein Konzert, da hat Bon Jovi in der Waldbühne gespielt. Und wir haben früher uns ein bisschen reingeschlichen. Wir sind einfach immer an Gästelistenschalter gegangen, haben gesagt, meistens ich, hallo, ich bin Person XY, ich stehe auf der Gästeliste. Natürlich stand ich da nie drauf, aber irgendwer stand da drauf. Und die Augen waren damals noch sehr gut. Du konntest also auch über Kopf irgendeinen Namen lesen. Da habe ich meistens irgendeinen weiblichen Namen rausgepickt. Du bist jetzt hier Julia Jentsch oder so, ja? Bin dann zu meiner Kumpeline gegangen, habe gesagt, hey, Julia Jentsch. Und dann ging sie hin direkt danach, weil, und dann hat sie halt zwei Tickets bekommen. Und so war das damals bei Bon Jovi in der Waldbühne. Hatten wir zwei Tickets. Und früher war nicht hier abhaken, Stempel, sondern hast ja wirklich Tickets bekommen. Bei Gregor Meile, Leute, könnt ihr das nicht nachmachen, denn wir prüfen die Ausweise. Prüfen auch die DNA. Und dann sind wir, Waldbühne kennt man hinten lang, unser Auto hat irgendwo da Richtung Backstage geparkt. Und ich hatte eine Gitarre mit, weil ich so naiv war und eine fucking Gitarre unterschreiben lassen wollte, war nicht für den Arsch. Und es regnete. Und dann lief mir diesen langen Waldweg lang. Jetzt sitzt gerade der Hund, den wir nicht wundern, ich atme nicht so schwer. und es regnete und wir liefen da lang mit dem Ziel, die Gitarre ins Auto zu bringen. Und da kamen drei so Vans an. Der erste fuhr vorbei, der zweite fuhr vorbei. Und es regnete und der dritte hält auf einmal an. Und dann waren so irgendwelche Typen drin, die sagen, hey, you need a lift? Die haben ja nicht gesehen, dass wir von der Waldbühne wegliefen. Die dachten, wir laufen da hin mit einer Gitarre. Ja. Und wir so, oh krass, das waren offensichtlich die engste Crew von Bon Jovi. Und dann fuhren wir jetzt mit den anderen Vans in Backstage. In den Vans vorne saß natürlich Bon Jovi, Richie Sambora und wie sie alle heißen, steigen da aus. Und meine Kumpeline und ich steigen aus und wir sahen einfach aus wie falsch. Wir gehörten da nicht hin. Ja. Allein schon die Klamotte. Das war, wir gehörten nicht in dieses Auto. Und wir standen da so 2-3 Minuten rum, Bon Jovi um uns rum, die ganze Band und alles so in Bühnendress schon, weil es war so eine Viertelstunde vor Showbeginn gefühlt. Bis dann irgendein Security zu uns kam, was macht ihr hier? Und wir waren auch so jung und so dumm einfach. Und er verwies nur raus. Aber verwies uns in den Publikumsraum. Ich dann immer noch mit Gitarre auf dem Arm, so rein im Publikumsraum. Und dann sage ich zu dem Mädel damals so, ey, warte mal, jetzt haben wir noch zwei Tickets, ne? Die sind noch nicht entwertet. Dann ist sie komplett rausgegangen, hat draußen noch ein Ticket verkloppt, hat dafür 100 Mark oder so bekommen und geht mit dem anderen Ticket wieder rein und wir haben uns schön das Geld geteilt. Und von diesen Geschichten kann ich einen halben Podcast füllen. Die Leute werden wahrscheinlich fordern, dass du nochmal kommst. Das ist, die Tricks, ja, die Tricks eines Tourmanagers. Ja. Also, es gibt noch einen habe ich noch. Pass auf, Oasis spielten in der Columbia-Halle damals. Berlin. Und die hatten da eigentlich einen Videodreh, ich weiß nicht. Jedenfalls hatte ich mit ganz viel Glück damals an so einem Telefongewinnspiel bei einem Radiosender ein Ticket gewonnen. So, für dieses Ding. Ich so, okay, krass. Dann bin damals nach Hause zu meiner damaligen Freundin und sagt, die war großer Oasis, riesengroßer Oasis-Fan. Und ja, guck mal, ich habe ein Ticket und die freute sich voll. Und sie, ja, weißt du was, geh du dahin. Das war am nächsten Tag und ich komme schon irgendwie rein oder lass einfach so, hängt mein Herz jetzt nicht an Oasis. Am nächsten Tag war ich in der Berufsschule schon und da gab es ein Mädel, die morgens, Oasis spielt heute Abend da und mein Freund ist der größte Oasis-Fan ever. Der würde wahnsinnig viel Geld dafür bezahlen, für ein Ticket für Oasis. Und ich frage dann so, ich glaube, die ist Katja. Katja, wie viel denn? Na, der würde mindestens, ich glaube, 400 Euro bezahlen dafür. Ich so, krass, 400 Euro. Wahnsinnig viel Geld. Okay, fuhr dann wieder nach Hause, fragte meine Freundin, sag mal du, mal vorausgesetzt, da wäre jemand, der das Ticket kaufen würde. Für wie viel würdest du denn sagen, ich verzichte drauf? Und sie sagt dann so, ja, so 100 Euro? Ich sag, nein, ich habe hier meine 400 Euro. Okay, krass.
Ja, dann weg damit. Also dann hat er das Ticket für 400 Euro gekauft. Ich musste aber Übergabe in Berlin an der Columbia-Halle. Und dann war ich Columbia-Halle Berlin, gebe dem das Ticket, kassiere 400 Euro, hatte Spaß. Hat sich gut gelohnt für den Urlaub dann. Ich war aber noch in meinen, ich hatte einen Blaumann an und hat eine Kabeltrommel im Auto. Und dachte ich so, jetzt bin ich schon mal hier, jetzt probierst du das mal. Nein! Bin im Blaumann und einer Kabeltrommel einfach zum Backstage, so komplett Augen zu. Mich hat niemand angesprochen, irgendein Security noch so. Strom. Bin einfach so im Backstage. In der Columbia. Das ist satirisch. Okay, Peoples, ihr habt sehr viel gelernt heute. Das sind, wenn ihr noch mehr Tipps von Sven haben wollt, schreibt ihm eine E-Mail. Es kostet ein bisschen was, aber er hat eine Menge Tipps. Für 300 Euro. Ja, genau. Gibt es die Kabeltrommel dazu? Ich auch was gelernt. Immer einen Blaumann dabei haben, immer eine Kabeltrommel dabei haben. Wenn du mal auf ein Konzert willst, einfach durchlaufen. Ja, ihr habt eure Instrumente immer dabei. Ihr kommt immer auf ein Konzert. Ja, das stimmt. Das ist ohne Scheiß. Ja. Ein Lifehack noch, die allerletzte Schluss. Wenn ihr mal Bock habt, auf ein Festival gratis zu kommen, schnappt euch so 16, 18 Leute, mietet einen Nightliner, kostet euch erstmal scheiße viel Kohle. 3.000 Euro würde ich sagen, so 3 bis 4. Aber ihr fahrt aufs Festivalgelände mit dem Nightliner-Fahrer und sagt dem Nightliner-Fahrer, soll einfach das Haupteck ausgeben als Foo Fighters. Weil niemand fragt bei einem Act wie Foo Fighters, ob der jetzt mit 6 Bussen kommt oder 7 oder 8 oder höher. Fuck it, du bist halt irgendwer. Und der Busfahrer soll alles für euch regeln. Der Busfahrer soll hingehen, hey, hier, Hauptact, bla bla bla. Der holt euch die Backstage-Pässe ab, alles, funktioniert garantiert. Kostet euch einmal was, aber... Frage ist aber, ob der Busfahrer eingeweiht sein muss oder ob der wirklich denkt, die gehören dazu. Weil sonst geht's nicht. Wie es ist, der ist gebucht. Der ist gebucht, der muss das machen. Und hey, der kennt doch alle anderen Busfahrer auch. Ja, ja, deswegen, der fällt niemand auf. Ja, ja, eben. Jo, also Leute, auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keine Verantwortung. Wir können es gerne ausprobieren, aber... Und wenn es klappt, macht ein Video davon und schickt es rüber. Ja, das wäre doch mal interessant. Macht doch mal eine schöne Fotostory und schickt es uns. So, ihr hört den Hund hecheln. Wir müssen Schicht machen, wir müssen ins Kalte sofort. Sofort. Danke, dass du da warst, Sven. Mega fett. Ja, das war nochmal spannend. Danke, von dir zu hören über die ganzen Insights. Ich glaube, das ist einiges dabei, was nicht nur den Meile-Fan interessiert, sondern auch überhaupt Musiker so ein bisschen aus deiner Sicht dann mal zu hören. Und wir haben alle, die Video gucken, wir haben einen Videoabbruch, denn selbst die Kamera hat aufgegeben, weil es zu heiß war. Also ihr seht ein Standbild sozusagen, aber trotzdem vielen Dank fürs Zuhören. Audiomäßig ist natürlich kein Unterschied, hoffe ich. Da ist hoffentlich alles safe. Wer hat jetzt die T-Shirt-Wette gewonnen? Wet T-Shirt Contest, ja, du bist komplett durchgeschwitzt, der Hund hechelt, also es ist auf jeden Fall Zeit. Ich sag, bis zum nächsten Mal, ihr geilen Fitzen. Hier bei Axel und MV. Wir und die Musikwelt. Tschüss. Tschüss. Es ist scheiß warm.